Herzlich willkommen zu den IT-Trends. Heute mit spannenden Themen wie dem Facebook-Datenleak, dem LinkedIn-Datenklau und dem Clubhouse-Datenleak und weiteren komischen SMS, die viele aktuell bekommen. Und zwar sowas wie: Euer Amazon-Paket ist gerade auf dem Weg zu euch. Habt ihr nichts bestellt, dann klickt hier. All diese Sachen wollen wir heute thematisieren und natürlich noch viel mehr. Viel Spaß! Und wie immer starten wir natürlich mit den Hacking News. Heute mit einem deutschen Smartphone-Hersteller. Ich wusste nicht mal, dass es die noch gibt, aber Gigaset stellt offensichtlich immer noch Smartphones her. Und wie alle oder fast alle Smartphone-Hersteller gehen sie Sponsorings ein mit Android-App-Herstellern. Das heißt, die schreiben quasi eine Android-App, die ist meistens kostenlos und man kann sich innen drin was kaufen in der App, also irgendwelche In-App-Käufe. Die wollen natürlich, dass möglichst viele Leute ihre App installiert haben, gehen deswegen auf Smartphone-Hersteller zu und sagen: Hey, wir bieten euch so und so viel Euro, damit die App vorinstalliert ist. Das heißt, man kann sie auch nicht mehr entfernen. Bisher war sowas in den meisten Fällen einfach nur nervig oder blöd. Aber jetzt bei Gigaset wurde der Hersteller von dieser gesponserten App infiziert mit einem Virus, über einen Update-Server sozusagen. Was sehr, sehr übel ist, denn jetzt haben die natürlich den Code der App, die vorinstalliert ist auf Gigaset-Handys, verändert, und zwar zu einem Trojaner. Das heißt, der kann SMS mitlesen, der kann SMS verschicken, wo wir übrigens gleich zu einem Thema kommen, und er kann natürlich auch WhatsApp-Nachrichten lesen, verschicken, er kann Krypto-Mining betreiben, also er hat auch Krypto-Mining betrieben, das heißt, der benutzt quasi eure Handyleistungen, saugt euren Akku die ganze Zeit leer und die bekommt dafür ein bisschen Geld, sozusagen. Und der leitet dann auch auf eine bösartige Gaming-Website weiter. Das heißt, da steht dann: Ey, lad dir dieses tolle Smartphone-Spiel runter. Und wenn man sich's runterlädt, hat man quasi noch ein Virus mehr. Alles in allem also ein ziemlich multifunktionales Teil. Und das Problem an der Sache ist, niemand, der ein Gigaset-Handy hat, konnte diese vorinstallierte, jetzt bösartige App deinstallieren. Das ist natürlich doof, weil, naja, wir können nichts dagegen tun, wenn wir so ein Handy haben. Wir können nicht entscheiden, welche App wollen wir uns wirklich installieren und welche nicht. Deswegen empfehle ich meistens, dass man sich sein Handy rootet. Das bedeutet, man entfernt sozusagen alle Rechte, die das System an sich hat, und wird selber zum System. Oder man installiert sich einfach direkt ein eigenes System sozusagen. Und ja, dadurch könnt ihr natürlich installieren, was ihr wollt, und habt alle Freiheiten, die ihr auch wollt. Aber es ist ein bisschen aufwendig, deswegen für die meisten Leute lohnt sich das nicht. In den meisten Fällen würde das auch vermutlich nichts machen. Aber hier ist es sehr, sehr unglücklich gelaufen. Das Schlimmste in diesem Fall ist jetzt aber nicht mal, dass so viele Handys betroffen sind, sondern dass ihr im Endeffekt nichts machen konntet, außer euer Handy wirklich auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Das heißt, ihr müsst einen kompletten Reset durchführen. Und das ist sehr, sehr ungünstig gelaufen. Als nächstes kommen wir zu einem sehr, sehr üblen Datenskandal in Bezug auf Corona-Tests. Das bedeutet, man geht zu einem Corona-Testzentrum, lässt sich dort so ein Ding in die Nase rammen und dann wird natürlich ein Test von einem gemacht, ob man Corona hat oder nicht. Und die Testergebnisse werden natürlich gespeichert. Und zwar Wohnadressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdatum, Testdatum und Testergebnis werden gespeichert und sind hier jetzt von einem Datenskandal oder Datenleak betroffen. Und zwar in Hamburg, Berlin, Leipzig, Schwerte. Was passiert ist, ist eigentlich relativ traurig und zeigt mal wieder, dass einige Sachen von der IT-Security noch nicht so ganz da sind. Und zwar, eine Webseite hat normalerweise ein Frontend. Ja, das ist das, was ihr am Ende auf eurem Handy, auf eurem System, auf eurem Rechner einfach seht, wenn ihr eine Website aufruft. Im Hintergrund hingegen, da liegt eine API. Das heißt, die läuft auf dem Server und dort sind auch die Daten gespeichert. Die werden ja nicht zu euch alle runtergeladen in euren Browser. Das wäre A, viel zu viel, und B, sind sensible Daten. Die darf man nicht einfach runterladen. Also speichert man die auf einem Server, wo normalerweise niemand drankommt, der kein Passwort hat oder kein API-Key im Zweifelsfall oder im besten Fall. Und naja, hier hat man halt einfach vergessen, einen API-Key zu setzen. Das heißt, diese API war einfach öffentlich und für jeden verfügbar und einige Hacker haben sich das halt quasi zunutze gemacht und haben einfach alle Daten von der API abgegriffen und ja, die sind jetzt weg, ne? Also das hätte jeder machen können und einige haben es vermutlich gemacht. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass diese Daten, falls ihr davon betroffen seid, nicht nur in der Hand eines Hackers sind, sondern vermutlich in der Hand vieler Hacker sind. Nicht geil. Absoluter Fail, das ist eigentlich so das Erste, was man macht, wenn man eine API schreibt, die mit sensiblen Daten umgeht, dass man einen API-Key verwendet, aber hey, keine Ahnung warum. Das nächste ist eine etwas
spezielleren Nachricht, die manche von euch vielleicht interessieren könnte. Und ich fand sie ziemlich amüsant, deswegen habe ich sie hier reingepackt. Und zwar, es geht um OnlyFans. OnlyFans ist ähnlich wie Patreon. Da könnt ihr zum Beispiel Creator wie mich unterstützen. Allerdings bei OnlyFans ist eher der Fokus auf Content für Erwachsene, okay? Und berühmt geworden ist die Seite durch einige sehr freizügige Damen, die dort ihre Inhalte geteilt haben. Und jetzt ist tatsächlich ein Google Drive-Ordner aufgetaucht, der von 279 OnlyFans-Creators die kompletten Daten sozusagen beinhaltet. Das heißt, alles, was sie jemals gepostet haben, Bilder, Videos etc. Das ist schon sehr, sehr viel. Und ja, jetzt gehen hier die Meinungen ein bisschen auseinander. Und zwar auf der einen Seite haben wir natürlich die Leute, die behaupten, es wäre ein Hack gewesen. Auf der anderen Seite haben wir Leute wie eigentlich auch mich, die sagen, es gibt solche Menschen, die 279 Leute auf OnlyFans unterstützen. Das kann schon vorkommen. Und ja, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich vermute, dass es kein echter Hack war. Allerdings ist OnlyFans jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie mega schützenswert mit ihren Daten umgehen. Und deswegen kann es auch durchaus ein Hack gewesen sein. Also man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, das Problem an der Sache ist natürlich, die 279, also dieser Google Drive-Ordner wird quasi zum Verkauf angeboten. Ja? Das heißt, man kann sich quasi Zugriff darauf kaufen, darf sich dann alles runterladen und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein riesen Shit eigentlich, weil man als Creator schon ein bisschen von seinen Unterstützern abhängig ist und wenn die quasi einfach alle sich den Content runterladen können, so for free, dann ist das natürlich eher unschön. Deswegen, ja, es ist eine schwierige Sache, aber ihr dürft mir gerne mal eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Das nächste ist eine News, die wahrscheinlich für die technisch versierten Menschen unter euch eine sehr große Sache sein wird. Und zwar geht es um eine Denial-of-Service-Schwachstelle im IPv6-Stack in Windows. Und zwar wurde die gepatcht im Februar 2021. Das heißt, es ist schon ein bisschen her und ist nicht mehr aktuell. Aber das Write-up ist super, super interessant für die, die sich damit auskennen. Deswegen verlinke ich das natürlich unten. Eine weitere wichtige Geschichte ist natürlich wieder mal der Browser. Der Browser ist so ziemlich das größte Glied zum Internet, das man überhaupt noch hat. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, auf das Internet zuzugreifen, aber der Browser ist für die meisten so das gängigste Mittel. Und damit greift man auf Webseiten zu, die man vorher vielleicht nicht gesehen hat. Auch eventuell auf bösartige Webseiten. Deswegen muss der Browser ganz besonders sicher sein. Und naja, wir haben eine neue Schwachstelle in der Chrome Engine. Das heißt, in dem Kernstück von Chrome drin, das auch von Microsoft Edge verwendet wird. Natürlich von Chrome, von Chromium wird das Ganze verwendet. Und auch vom Brave Browser, falls ihr den nutzt. Und der Kern hinten dran ist im Endeffekt, hier gab es eine Schwachstelle, die, wenn ihr auf eine bösartige Website gegangen seid, euch wieder mal Code ausführen lassen hat. Das Ganze wurde mittlerweile in einem Update behoben. Das heißt, bitte, bitte patcht mal wieder eure Browser und zwar alle, die ihr so verwendet. Das ist super wichtig, denn ansonsten könnte man da einfach quasi beliebigen Code ausführen als Angreifer. Eine Sache, die hier allerdings wichtig ist, und zwar der Code wird ausschließlich ausgeführt und in der Sandbox gehalten. Das heißt, jeder Browser probiert erstmal quasi aus, ob das bösartiger Code ist oder ob das gutartiger Code ist, und der Exploit, der hier zu einer Remote Code Execution geführt hat, der ist nicht aus der Sandbox ausgebrochen. Das heißt, der tatsächliche Impact wäre wahrscheinlich beschränkt gewesen. Trotzdem wäre das ziemlich übel gewesen, wenn man das noch vielleicht mit einem anderen Exploit oder sowas kombiniert hätte, und das kann durchaus vorkommen. Deswegen unbedingt patchen hier. So, und bevor wir zum Hack der Woche kommen, noch eine letzte Sache, und zwar ein bisschen was Amüsantes. Die Hacker wurden mal wieder gehackt. Es gibt, wie ihr wisst, einige Foren im Darknet, wo man sich Kreditkarten kaufen kann, geklaute Kreditkarten, die zum Beispiel aus verschiedenen Hacks kommen. Und jetzt ist tatsächlich eins dieser Foren auch gehackt worden und es sind 623.000 Kreditkarten gestohlen worden, die davor schon gestohlen waren. Also für euch wahrscheinlich keine Neuerung, wenn eure Kreditkarte da dabei war, dann habt ihr so oder so ein Problem. Aber trotzdem irgendwie amüsant, dass solche Foren natürlich auch gehackt werden können und dass da auch durchaus Angriffe drauf gehen. Ja, ist nicht so angenehm, aber jetzt sind sie halt einfach nur in mehr als einer Hand und naja, es fällt wahrscheinlich früher auf, wenn sehr viele Leute sehr viel Geld abbuchen von einer Kreditkarte. Das heißt, ich habe Hoffnung, dass hier vielleicht früher irgendwie Fälschungen oder sowas erkannt werden, beziehungsweise Scam erkannt wird. Und damit kommen wir auch schon zum Hack der Woche, und eigentlich müsste ich fairerweise Hacks der Woche sagen, denn wir haben hier sozusagen das große Thema diese Woche, die Social Media Konten, die da exposed wurden. Wir haben über 500 Millionen Facebook
Facebook-Accounts, über 500 Millionen LinkedIn-Accounts und über 1 Million Clubhouse-Accounts und so weiter. Und hier will ich ein bisschen genauer drauf eingehen, denn diese Daten sind alle nicht von einem Hack gekommen, beziehungsweise nicht von einem Hack, sondern von vielen, oder sie sind tatsächlich öffentlich im Internet verfügbar gewesen, ohne dass sie jetzt irgendwie wirklich schützenswert gewesen wären. Und hier zeichnet sich gerade so ein bisschen ein Trend ab, denn alle Daten sind in etwa wertvoll oder ein bisschen wertvoll zumindest. Natürlich sind sowas wie E-Mail-Adressen oder Passwörter oder Geburtsdaten wertvoller, aber bei Clubhouse zum Beispiel, das ist das, mit dem wir anfangen wollen, sind trotzdem einige sensible Daten zumindest für manche abhanden gekommen. Und zwar haben wir einmal die User-ID, den Namen, also der Name tatsächlich, Foto-URL, also das, wo quasi das Foto von euch gespeichert ist, das ihr da benutzt habt, Twitter, Instagram, Handles, also Verlinkungen, die Anzahl an Followern, die Anzahl der Leute, denen man folgt, wann der Account erstellt wurde auf Clubhouse und von wem man invited wurde. Das sind eigentlich alles öffentliche Daten. Aber der Punkt ist, man kann aus diesen Daten trotzdem etwas rauslesen. Und deswegen habe ich mich jetzt auch hier dafür entschieden, das mal ein bisschen genauer zu beleuchten. Denn wenn wir zum Beispiel sowohl Twitter als auch Instagram als auch Username und Foto haben und wir haben die Person, die eingeladen hat, dann können wir daraus einige Rückschlüsse ziehen. Derjenige, der einen eingeladen hat, den kennt man. Derjenige, den er eingeladen hat, also er hat ja auch irgendwoher einen Invite bekommen, der wurde ja auch mitgeleakt, weil alle Clubhouse-Nutzer sind davon betroffen, mehr oder weniger, weil es öffentliche Daten sind. Das heißt, man kann rausfinden, in welcher Beziehung die Leute zueinander stehen. Und daraus ergibt sich ein relativ interessanter Graph. Man kann Beziehungen festmachen. Diese Beziehung kann man wiederum auf Instagram verknüpfen und dort weiter nach Beziehungen gucken. Das heißt, das ist alles sogenannte Open Source Intelligence. Offene Quelle, also jeder kann es angucken und gleichzeitig gibt es mir trotzdem Informationen. Und damit kann ich ein sehr, sehr gutes Social Engineering Manöver starten sozusagen. Das heißt, ich kann einfach hergehen und sagen, hey, dein Freund von Instagram, bla bla bla, hat mir das hier zum Beispiel geschickt. Man kann zum Beispiel auf Instagram die Fotos raussuchen und kann dann eben damit gezielt versuchen, einen Phishing-Angriff zu starten. Also zum Beispiel, man sieht ein Foto auf Instagram, hat gleichzeitig aber den Twitter-Handle in der Hand und verknüpft die Sachen alle miteinander und kann dann eben sagen, hey, ich habe gesehen, du bist im Urlaub oder ich gehe einfach zu dem Chef, der ihn zum Beispiel invited hat auf Clubhouse oder zu einem Freund und sag, hey, ich kenne den Kollegen hier, der hat mir gesagt, er ist im Urlaub, guck mal, er hat mir sogar Urlaubsbilder geschickt und ja, ist mein Best Buddy und so und mach mal hier bitte das kurz für mich so. Nach dem Motto kann man da vorgehen. Das hört sich jetzt erstmal absolut banal an, aber Social Engineering ist immer mehr ein Problem und Leute fallen auf solche Tricks tatsächlich rein und können dadurch natürlich dann auch die eigene Infrastruktur exposed haben. Das heißt, man geht hier über mehrere Ecken und könnte dann trotzdem jemanden angreifen. Deswegen ist sowas auch trotzdem gefährlich. Dass diese Daten alle nun öffentlich sind, ist jetzt nichts Neues, aber was Neues ist, dass sie eben alle in einer Tabelle einfach sind und jeder kann sie runterladen. Kann schon ein bisschen gefährlich sein. Ihr könnt natürlich einfach in der Tabelle nachgucken, ob ihr quasi davon betroffen seid, aber im Endeffekt, wenn ihr Clubhouse hattet, seid ihr davon betroffen. So, wir machen weiter mit dem nächsten. Und zwar machen wir weiter mit LinkedIn. LinkedIn schreibt selber, dass sie ca. 740 Millionen Nutzer haben. 500 Millionen davon, also die Mehrzahl, darunter auch ich, sind natürlich dann auch jetzt von dem neuen Leak betroffen. Das bedeutet, was hier alles veröffentlicht wurde, ist folgendes. Ich möchte das ganz kurz vorlesen. Und zwar einmal natürlich die LinkedIn-ID. Das ist jetzt nichts Spezielles. Die ist öffentlich mehr oder weniger. Dann aber natürlich der volle Name, die E-Mail-Adressen, die Telefonnummer, das Geschlecht, die Links natürlich zum Profil und die Links zu anderen Social-Media-Profilen sowie die Arbeitstitel und wo man arbeitet. Also eigentlich auch mehr oder weniger öffentliche Daten, abgesehen natürlich von der E-Mail-Adresse und der Telefonnummer. Das ist auch sehr sensible Daten und ich bitte euch jetzt einfach mal kurz nur im Kopf zu behalten, was wir von LinkedIn wissen, was wir von Clubhouse wissen, was wir von Instagram an Fotos von uns teilen und was wir auf Twitter so von uns teilen. Plus, jetzt kommen wir zum letzten großen Batzen sozusagen, der alles zusammenfügt, und zwar Facebook. Und bei Facebook übrigens auch, wie bei LinkedIn, wurden die Daten auch nur gescrapt. Und zwar im Jahre 2019, im September, um genau zu sein, 2019. Das heißt, die Daten sind nicht mehr die neuesten, aber trotzdem sind sie bei den meisten natürlich noch aktuell. Denn auch hier wieder sind das öffentliche Daten, die man so einfach abgreifen konnte von der Plattform. Ein bisschen tricksen musste man auch hier wieder. Ich erkläre euch gleich wie. Und zwar, zunächst einmal haben wir natürlich auch hier die Nutzernamen, die Geschlechter, einige Informationen, Profilbilder oder sowas.
Und wir haben auch hier wieder E-Mail-Adressen und die Telefonnummern. Und die Telefonnummern sind sehr sensibel. Jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, die Telefonnummer ist ja eigentlich nicht öffentlich. Was ist daran dann noch Scraping oder wurde Facebook vielleicht wirklich gehackt? Nein, vermutlich wurde einfach hier ein gewisses Schema angewandt. Eine Telefonnummer hat nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt eine begrenzte Art an Telefonnummern und man kann hier einfach wirklich einen Bot laufen lassen, der sehr, sehr, sehr lange läuft und einfach zum Beispiel eine random Telefonnummer eingeben und das Ganze wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und wenn man jetzt tatsächlich hier sieht, du bist schon registriert oder sowas, da kommt eine kleine Nachricht von Facebook sozusagen, dann kriegt man quasi die Information, okay, da sind Leute registriert. Und zum Beispiel kann man sich dann auch Freunde zusammensammeln über eine gewisse Telefonnummer. Also alles in allem eigentlich Tricksen gegenüber der Plattform, die dazu führen, dass man im Endeffekt Telefonnummern leakt. So, und der Punkt ist allerdings trotzdem, das ist nicht alles. 533 Millionen Facebook-Nutzer sind davon betroffen gewesen, von dieser öffentlichen Datenbank. Plus, was viele nicht mitgekriegt haben, es gibt noch einen Telegram-Bot, der nicht dieselben 533 Millionen, sondern andere ausspuckt. Das heißt, dieser Bot bei Telegram, der hat nochmal mehr Telefonnummern. Also wir können davon ausgehen, dass es nochmal deutlich mehr Telefonnummern sind. Alles in allem können wir eigentlich fast davon ausgehen, dass fast jede Telefonnummer jetzt mehr oder weniger öffentlich ist. So, jetzt, was macht man mit den Telefonnummern? Es gibt zwei Ansätze für Hacker, die hier interessant sind. Einer ist eher plump, einer ist relativ intelligent, aber sehr schwer umzusetzen. Der plumpe Ansatz, den haben tatsächlich schon viele von euch mir geschickt, ob ich darüber nicht mal berichten möchte. Und genau das tue ich hiermit, im Hack der Woche natürlich. Denn der plumpe Ansatz ist im Endeffekt Spam-SMS. Und zwar, momentan geht ein Trojaner rum, der nennt sich Flubot. Ja? Und ist ein Banking-Trojaner, der im Endeffekt noch sehr viel mehr kann als nur Banking. Und zwar, was der macht, also was erstmal passiert ist, ihr bekommt eine SMS, hey, euer Amazon-Paket ist auf dem Weg. Wenn du die 1000-Euro-Bestellung nicht bestellt hast, dann klicke hier. Oder wenn du es verfolgen möchtest, klicke hier. Oder. Es gibt so viele verschiedene Varianten, wie das Ganze jetzt rumgegangen ist, weil natürlich möglichst viel Variation drin sein sollte. Weil das eine natürlich bekannt wurde und so weiter und so fort. Und ja, tatsächlich haben wir das mal analysiert, beziehungsweise einer von euch hat mir das auch zugeschickt, welche Berechtigung dieser Banking oder dieser Trojaner eigentlich hat. Und lass mich hier nochmal ganz kurz ablesen. Es geht darum, natürlich das Internet zu benutzen. Das heißt, was er machen könnte und was auch teilweise gemacht wird mit diesem Trojaner, wenn ihr den wirklich installiert, also auf den Link klickt, runterladet und installiert, dann öffnet der random Webseiten, die einfach nur Werbung enthalten. Das heißt, derjenige, der euch den Trojaner gegeben hat, kriegt Geld dafür, dass ihr Werbung gesehen habt. Und ja, das ist relativ plump, funktioniert aber tatsächlich gut. Solche Adware war vor einigen Jahren relativ populär tatsächlich. Und natürlich ist das auch hier was, was die Hacker dann versuchen. Zudem werden Kontakte ausgelesen nach den Berechtigungen. Das bedeutet, diejenigen, die bei sich einen Trojaner installieren, die leaken automatisch auch die Telefonnummern von allen anderen in ihrem Kontaktbuch. Das heißt, wenn ihr bei jemandem drinsteht als Kontakt, der installiert sich dummerweise diesen Trojaner, dann ist auch eure Nummer geleakt. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr dieses Video oder die Informationen bitte teilt, okay? Dann kann dieser Trojaner auch gleichzeitig noch SMS lesen, SMS schreiben und SMS verschicken und empfangen und auslesen natürlich dann auch. Das bedeutet, wenn dieser Trojaner installiert ist, dann wird euer Handy zu einem dieser Bots, die diese Fake-SMS rausschicken. Und zwar ständig, ohne dass ihr die Kontrolle darüber habt. Das geht natürlich nur zu einem gewissen Grad, also man kann es nicht übertreiben, weil SMS kosten was und dann fällt das irgendwann mal auf. Aber trotzdem verbreitet sich so dieser Trojaner immer weiter, zum Beispiel an alle Mitglieder dieser Kontaktadresse. Ja? Das bedeutet, ihr habt dann am Ende natürlich sehr, sehr viele Leute, die Spam verschicken. Dann kann man den Telefonstatus auslesen, man kann alle Pakete auflisten und so weiter, man kann verhindern, dass das Handy schläft oder dass eben die App in Ruhezustand geschalten wird, was natürlich interessant ist, weil dann im Hintergrund mehr laufen kann und man kann Hintergrundprozesse töten, also abschießen. Das ist vor allem dann interessant, wenn ihr einen Virenschutz oder sowas bei euch laufen habt, dann kann man einfach, also kann diese App einfach hergehen und den Virenschutz quasi abschießen und dann habt ihr keinen Virenschutz mehr. Relativ simpel also. Gut, also alles in allem ist das vermutlich ein sehr offensichtlicher Trojaner, nicht schwer zu bemerken, dass man den hat, aber für viele wird es wahrscheinlich trotzdem schwer sein, ihn wieder zu entfernen. Denn im Endeffekt, das Einzige, was ihr wirklich machen könnt, ist euer Handy zurückzusetzen auf Werkseinstellung, weil euer Trojaner im besten Fall, also wenn es ein guter Trojaner ist, ihr könnt es gerne mal anders probieren, aber im
wenn es ein guter Trojaner ist, dann wird der verhindern, dass ihr den Trojaner wieder deinstalliert. Ja? Deswegen hilft wahrscheinlich, so zumindest Experten und so auch meine Meinung, hilft nichts anderes, außer den wieder zu entfernen. So, das war jetzt erstmal eine riesige, was kann alles passieren, wenn es plump läuft, okay? Wir sind hier allerdings noch nicht am Ende. Das ist so das, was aktuell alle mitgekriegt haben. Das Problem ist, dass es da hinten dran noch sehr viel weitergeht. Und zwar, wir haben jetzt Telefonnummern, okay? Also denken wir jetzt mal aus der Sicht eines Hackers. Das ist das, was ethische Hacker, wie zum Beispiel auch ich, immer tun. Ja? Wir versuchen aus der Sicht eines bösartigen Hackers zu denken, was wäre eigentlich alles möglich. Ihr könnt sowas euch vorstellen als Mini-Panik-Button, den man gezielt vielleicht auslösen möchte. Also, was könnten wir alles machen? Wir haben LinkedIn-Informationen, wir wissen, als was die Person arbeitet. Wir haben E-Mail-Adressen, wir haben Telefonnummern, wir haben die Informationen von Clubhouse, von Instagram, von Twitter und von Facebook. Ja, alles, was öffentlich geteilt wurde und noch ein paar Informationen mehr. Freundeslisten, Kontakte und so weiter. Okay, wir wissen auch, in welcher Beziehung manche Leute zueinander stehen. Und jetzt kann ich wirklich eine sehr, sehr gute, gezielte Phishing-Maßnahme unternehmen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel hergehen. Und wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der sich diesen Trojaner da installiert hat oder vielleicht einfach einen schlechteren Trojaner installiert hat oder nicht so offensichtlichen Trojaner installiert hat, dann könnte ich in seinem Namen eine SMS schreiben an eine Person, die er laut Clubhouse eingeladen hat, die vielleicht auch von dem Facebook-Leak betroffen ist, weil die Verbindungen wurden ja hergestellt, also Instagram-Account ist ja mitgeleakt worden. So, und jetzt könnte ich hierher gehen und könnte sagen, okay, ich schreibe dem eine SMS, hey, guck mal, mein bester Freund XY, das ist eine neue App, die ich runtergeladen habe. Wollen wir mal eine Runde Schach spielen zum Beispiel? Und dann habe ich einen Trojaner oder eine Fake-SMS sozusagen, eine Phishing-SMS, die sehr, sehr viel genauer auf die Person zugeschnitten ist. Denn immerhin wird sie von seinem besten Freund verschickt, vielleicht, oder von demjenigen, der ihn halt bei Clubhouse zum Beispiel eingeladen hat. Sie wird auf jeden Fall auf ein iPhone geliefert, weil Clubhouse nur auf iPhone läuft. Und wir wissen gleichzeitig, dass die Leute sich auf jeden Fall kennen. Das heißt, das Kontaktbuch ist auf jeden Fall vorhanden. Wenn man da die Informationen kombiniert, das ist das, was ich hier sagen möchte, dann kann man hier sehr, sehr gute Phishing-Sachen bauen sozusagen und eventuell dann auch die Leute eher zu was bringen, was sie normalerweise nicht tun würden. Das heißt, seid bitte in der nächsten Zeit auch vorsichtig, was solche SMS angeht. Also generell, seid vorsichtig, was für Apps ihr euch installiert und überlegt euch fünfmal oder noch ein paar Mal mehr, ob ihr wirklich sowas installieren wollt. Es kann natürlich, also es ist jetzt von mir alles ein bisschen zugespitzt worden hier, das ist nicht ganz so, wie man es machen würde, das stimmt schon, aber es ist trotzdem ein Ding und gerade jetzt, wo quasi alle Informationen von Facebook etc. veröffentlicht wurden und zusammengeführt wurden eigentlich auch, muss man hier so viel zumindest im Kopf haben, dass sowas möglich ist. So, sorry, langes Thema, aber jetzt geht's weiter. Und damit kommen wir nämlich zum Win der Woche. Der Win der Woche ist diese Woche an einige US-Richter bzw. auch an Google, die einen entscheidenden Prozess gewonnen haben. Und zwar gegen Oracle. Oracle ist der Hersteller bzw. Verwalter von Java. Java ist eine Programmiersprache und ein Großteil von Android bzw. die meisten Android-Apps basieren auf Java. Diese Java-Apps oder generell die Programmiersprache Java war ursprünglich mal kostenlos. Ja? Bis 2010, um genau zu sein, wurde sie kostenlos von Sun als Open-Source-Programmiersprache zur Verfügung gestellt und hat gigantische Vorteile sozusagen für alle gebracht. Sie war mega beliebt. 2010 wurde Java von Oracle aufgekauft. Seit 2018 möchte Oracle allerdings Lizenz- und Supportgebühren haben. Tatsächlich wollte hier Oracle mehrere Milliarden von Google haben, dafür, dass sie Java benutzen für Android. Google hat dagegen gehalten und gesagt, wir zahlen euch gar nichts, weil Sun, also die früheren Hersteller bis 2010 von Java, haben gesagt, wir dürfen das Ganze benutzen. Und hier hat sich jetzt auch tatsächlich herausgestellt, Google hat recht bekommen. Das heißt, Google darf weiterhin kostenlos Java als Programmiersprache verwenden in Android und in den Android-Apps und müssen dafür nicht bezahlen. Und ganz ehrlich, Programmiersprachen sollten auch eigentlich alle kostenlos zur Verfügung stehen. Ich finde das ein Unding, dass man jetzt hier tatsächlich hergegangen ist und gesagt hat, ey, wir wollen Geld dafür haben, für was früher mal kostenlos ist, was jetzt alle verwenden und plötzlich wollen wir Geld dafür. Ist eigentlich echt ein Unding von Oracle gewesen und ich finde es gut, dass hier Google tatsächlich gewonnen hat, denn so können sich andere Prozesse auch irgendwie in die Richtung orientieren. Das heißt, andere, die vielleicht dieselben Probleme haben,
müssen jetzt nicht mehr bezahlen, im besten Fall. Und damit kommen wir natürlich direkt zum Fail der Woche. Nach dem Win kommt wie immer der Fail, das kennt ihr doch. Und zwar Joachim Pfeiffer, ein Kandidat der CDU, der sich aufstellen lassen wollte für die Bundestagswahl, möchte das nun nicht mehr tun. Warum erzähle ich euch das? Er selbst behauptet nämlich, dass das Ganze mit einigen Mandatsrechten und Unternehmertätigkeiten und so zu tun hat. Das kann natürlich auch ein Faktor sein, aber was vor allem vielleicht interessant ist, er wurde gehackt und zwar ein paar Tage bevor er das Mandat zurückgezogen hat. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was genau wurde da gehackt, beziehungsweise was für Informationen wurden da mal wieder öffentlich? Noch ein Maskenskandal oder vielleicht ein Schnelltestskandal, man weiß es nicht. Aber ihr dürft mir gerne mal schreiben, was ihr dazu meint. Sollte man Politiker hacken dürfen? Oder müssen die sowieso eigentlich alle Informationen offenlegen? Schreibt mir da mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ihr kennt das ganze Spiel. Und damit kommen wir nochmal ganz kurz zu den Privacy News. Es geht nochmal kurz um einen Hack, allerdings in einem bisschen anderen Licht, okay? Und zwar, wenn eine Plattform gehackt wird, dann muss sie das innerhalb von 72 Stunden melden, einer Datenschutzbehörde melden, damit die Kunden informiert werden können. Das bedeutet, normalerweise muss man das relativ schnell machen. Booking.com hat scheinbar genau das gehabt. Die wurden gehackt, haben das Ganze allerdings nicht 72 Stunden später gemeldet, sondern 25 Tage später gemeldet. Also statt einigen Tagen gleich fast einen Monat später, okay? Das ist natürlich insofern schwer oder schlecht für die Kunden, weil die nicht wissen, was genau jetzt eigentlich da betroffen ist, welche Daten sind von ihnen öffentlich und sie können vielleicht nicht auf Phishing richtig reagieren bzw. wurden nicht rechtzeitig gewarnt. Das ist alles andere als angenehm. Übrigens, es geht hier nur um die Daten von 4.109 Kunden, also nicht allzu riesig jetzt. Aber trotzdem, für Booking.com wurde das Ganze sehr, sehr teuer. Denn die haben jetzt eine Strafe zahlen müssen von 475.000 Euro. Ja, das ist wirklich, wirklich viel und das einfach nur, weil sie quasi zu spät gemeldet haben. Sie haben es nicht verschwiegen, sondern sie haben einfach zu spät gemeldet. Das ist schon echt gravierend. Natürlich kommt es darauf an, wann man das Ganze gefunden hat, aber dann eigentlich 72 Stunden später muss man es gemeldet haben. Es ist nicht ohne. Ihr dürft mir gerne mal schreiben, ob ihr findet, dass diese Strafzahlung zu hoch ist. Was meine Meinung ist, ist tatsächlich, die Strafzahlung geht an die falschen Menschen. Das bedeutet, die Leute, die geleakt wurden, die sind ja diejenigen, deren Daten veröffentlicht wurden. Die sollten eigentlich diese Zahlung am Ende bekommen, die Datenschutzzahlung sozusagen, und nicht irgendeine Datenschutzbehörde. Da bringt es den Betroffenen eigentlich auch nicht mehr wirklich was. So, und damit kommen wir zu den Politik-News. Und normalerweise wisst ihr ja, das Ganze ist eher negativ meistens bei mir, aber jetzt heute mal was man sowohl als auch sehen kann, okay? Also nichts Positives, nichts Negatives, ihr könnt mal gerne drüber schreiben. Ich finde es eher witzig jetzt tatsächlich. Und zwar geht es um 6G, also den Nachfolger von 5G, ja? Der Bund hat jetzt beschlossen, dass man mehrere 100 Millionen Euro da reinstecken möchte, um 6G tatsächlich zukunftstauglich zu machen und überall in Deutschland 6G zu haben. Finde ich tatsächlich eine sehr interessante Maßnahme, wenn man bedenkt, wie beschissen unser Glasfaserausbau ist und wie lückenhaft tatsächlich 3G, 4G, 5G noch ist. Also nichts, was man irgendwie aktuell möchte oder woran man denken möchte, aber natürlich muss so eine Forschung dann irgendwann auch mal fertig sein. Ja? Das heißt, man muss erstmal die Technologie entwickeln und dazu braucht man Forschungsmenschen, ja, die in der Forschung tätig sind. Und die wiederum kosten Geld. Deswegen macht so eine Entwicklung schon irgendwie Sinn. Aber auf der anderen Seite würde ich halt vielleicht erstmal die Infrastruktur ausbauen für die aktuellen Technologien. Ich denke, dass es wahrscheinlich in die Richtung gehen würde, ey, wir müssen langsam mal aufholen. Wie wäre es, wenn wir den einen und den zweiten und den dritten Standard direkt überspringen und direkt zum sechsten Standard gehen? So, das ist, glaube ich, das, was die Regierung hier so ein bisschen plant. Ich kann es allerdings nicht so ganz beurteilen. Vielleicht habt ihr da mehr Einblicke, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare natürlich. Damit kommen wir zum Aufreger der Woche. Diese Woche hat tatsächlich jemand versucht, Amazon Web Server in die Luft zu sprengen. Und wollte damit 70% des Internets einfach auslöschen. Ja? Das war quasi die Motivation hinten dran. Das war gerade ein Zitat, was er quasi beim Geständnis gesagt hat. Der Tipp kam via Signal ans FBI und die haben den natürlich dann festgenommen. Jetzt muss man ein kleines bisschen hier ausholen. Warum man das Internet abschalten wollen würde, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber AWS belegt definitiv keine 70% des Internets. AWS ist aber trotzdem nicht unsignifikant, okay? Das heißt, sehr viele Webseiten, sehr viele Web-Services, die liegen eigentlich mittlerweile in der Cloud. Und die Cloud ist zum Großteil von Amazon. Das ist eigentlich deren Hauptgeschäftsmodell. Die vermieten Server und haben dafür eine richtig geile Software-Infrastruktur auch noch. Und zwar weltweit, ja?
Das ist relativ günstig dadurch und relativ schnell auch. Und ich kann sehr viel eben zubuchen, wenn ich ein Hoster bin. Und ja, das ist eigentlich super, super nice to have. Aber 70% des Internets ist nicht ganz richtig. Und vor allem, er wollte 3 Serverzentren in die Luft sprengen. Die haben nochmal nur einen kleinen Teil von Amazon. Ja, das heißt, ganz Amazon Europa, die ganzen europäischen Server, die wären nicht betroffen. Ein Großteil der amerikanischen Server wäre nicht betroffen und so weiter und so fort. Das heißt, die 70%, das ist, glaube ich, irgendeine Wahnvorstellung oder Utopie gewesen. Aber auf jeden Fall ist es nicht unsignifikant. Da könnten auf jeden Fall einige tausend Webseiten einfach weg sein. Inklusive Backups, inklusive Daten und so weiter und so fort. Das heißt, da muss man auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, der Mann hat vermutlich an Wahnvorstellungen gelitten. Vermutlich hätte er das auch nicht geschafft, selbst wenn das FBI nicht aufgehalten hätte. Trotzdem ist es natürlich gut, dass das aufgehalten wurde. Und ja, ich wollte euch einfach nur drüber informieren. Ist eine ziemlich interessante Story, wie gesagt, unten verlinkt. Damit kommen wir abschließend zum Bericht der Woche. Mehr oder weniger ein Update der Woche. Denn ich habe ja letzte Woche was zur Luca-App gemacht. Das Video habt ihr hoffentlich gesehen, ist wichtig. Aber diese Woche kleines Update. Und zwar der Chaos Computer Club hat jetzt auch diese App anti-empfohlen, okay? Das heißt, er fordert die Bundesnotbremse. Das will schon was heißen, wenn der Chaos Computer Club sowas sagt. Er führt dazu einige Gründe an. Und zwar zum einen mal, die App wird im Endeffekt genutzt und alle Alternativen, die es eigentlich gibt, werden ignoriert. Und das ist eigentlich nicht legal, weil das Geschäftsmodell so staatlich subventioniert wird und normalerweise müsste man eine Ausschreibung haben. Das heißt, Deutschland hat hier ihre Ausschreibungspflicht sozusagen ignoriert. Auf der anderen Seite kritisiert der Chaos Computer Club aber auch noch die 3 Dinge, die ich auch kritisiert habe. Und zwar zum einen mal der zweifelhafte Nutzen. Ja? Das heißt, wir haben einige Problemzonen, wie zum Beispiel Berliner Zoo oder was war das andere? Einige IKEA-Filialen. Da gab es einige interessante Geschichten drüber, die verlinke ich euch natürlich auch unten drin. Auf der anderen Seite haben wir dieses Datenschutzproblem, was ich auch angesprochen habe. Und zwar, es kann einfach die Verschlüsselung umgangen werden, ja? Wenn man das als Luca-App sozusagen richtig macht. Das darf nicht möglich sein. Deswegen muss man eigentlich das gesamte Modell überdenken, was aber aktuell nicht getan wird. Zudem kritisiert der Chaos Computer Club handwerkliche Mängel und Schwachstellen. Das war jetzt tatsächlich ein wörtliches Zitat. Denn wie ich auch eigentlich gesagt habe, das Ganze ist zwar Open Source, aber halt nur ein Teil davon ist Open Source. Und es gab auch eine Schwachstelle in diesem Tracking-Armband von der Luca-App. Und es gibt die Möglichkeit, so viele Fake-Profile zu erstellen, wie man möchte. Und dadurch quasi die Corona-Testzentren mehr oder weniger lahmzulegen und die Bundesbehörden lahmzulegen, indem einfach hier Hacker sich Fake-Accounts erstellen und alle auf einmal sich irgendwo registrieren. Und dann meldet sich einer positiv und dann sind plötzlich alle, müssen getestet werden, was natürlich sehr, sehr lange geht und eigentlich das ganze Modell kaputt macht. Das heißt, hier möchte man auf jeden Fall eigentlich auf die Corona-Warn-App zurückgreifen, denn die soll ein ähnliches Feature schon in der nächsten Zukunft bekommen, das eigentlich genau das erfüllt. Und ich verstehe sowieso nicht, warum man jetzt hier 2 Apps braucht, warum wir nicht bei einer bleiben können und warum die so in Vergessenheit gerät eigentlich auch. Aber gut, das war's von meiner Seite. Ihr könnt den kompletten Bericht unten natürlich wie immer verlinkt lesen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.